Da fehlt mir noch ein Run und dann ist. Dann ist Schluss mit dem Spiel. Ja. Mir reicht's auch wirklich. Okay. Ich hab keine genug. Schwarzen Löcher, keine schwarzen Löcher, keine schwarzen Löcher. Durch die Druckänderung hat sich innen etwas verschoben. Das lässt sich von außen unmöglich beheben. Oh. Wow, 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 wow. Was machst du da? Der Anzug schützt mich. Richtig? Aber erstmal Spider-Man, ne? Eins Peter. Nach dem anderen. Also, ich weiß nicht. Dann kommt ja noch Dead Island. Ist ja schon nächsten Monat, oder? Alex, ist es offiziell, was du erzählen hast mit den DLCs? Ist es im Inneren eines Teilchenbeschleunigers? Unglaublich. Du musst da rein, sobald du den Anzug zurück hast. Oh ja, das hat höchste Priorität. Was passiert überhaupt, wenn ich ihn ausrichte? Wenn es keine weiteren Probleme gibt, gar nichts. Du kannst einfach rauskommen. Ich muss erst mal lachen. Harry? Er fährt hoch. Aber der Strahl ist unregelmäßig. Stabilisier ihn mit den Magneten. Wie? Such einfach die goldene Mitte. Teilchenbeschleuniger haben keine goldene Mitte. Jetzt der andere. So, hast das? Da vorne sind nochmal Magnete. Wenn du den Strahl nicht stabilisieren kannst, wird das sehr. Was mit dir, Sondergebot? Spielst du auch Spider-Man aktuell? Verstehen, dass meine Büchereikarten. Den Strahl berühren, nicht berühren! Weiter! Oh, wartest doch! Du hast es geschafft! Oder hast andere Spiele? Das war's. Komm jetzt raus! Bist mit anderen Spielen noch beschäftigt? Was ist das? Sicher eine statische Entladung. Das heißt, der Beschleuniger funktioniert. Verdammtes Genie! Aber was spielst du? PS5? PC? Krass, ey. Mir ist aufgefallen, der Lederstrampler. Das Spiel auf dem PC. So viel PC-Zock habe ich ja gar nicht. Auf YouTube waren es viel mehr. Funktioniert das? Das hat Gegenmittel, wir kommen. Mit Elden? Also empfindliche Ohren. Oh ja, Elden. Und was sagst du, Leise Piep? Noch mehr statische Entladungen. Sehr nervenaufreibend, oder? Das Serum ist okay. Da hättest du in den Streams hier sein sollen, bei Leise Piep. Du hättest dich hier kaputt gelacht, das schwöre ich dir. Die anderen, das war richtig köstlich für die anderen. Du nimmst die Seite, ich diese. Okay. Gut. Die Entladungen haben sicher die Feuerschutzsensoren geschrottet. Ich versuche sie manuell auszulösen. Läuft die Arbeit am Gegenmittel noch? Sollte so sein. Aber wenn das Feuer den Beschleuniger beschädigt, ist er hinüber. Hör endlich auf, dich auszubreiten! Alleine wird Harry die restlichen Feuer nicht löschen können. Der Wasserdruck! So, noch was? Hä? Ah. 80 Euro? Ich meine, wenn du warten kannst, ne? Dann warte. Das ist meine ehrliche Meinung. Wenn du noch mit anderen Spielen beschäftigt bist, dann genau. Aber ich kann dir sagen, es wird nicht so schnell günstig. Feuer,
Ich komme! Die Sony-Games halten sich ja immer stark vom Preis, ne? Aber mit Elden Ring und Elden Ring und auf jeden Fall die 50 Euro ist auf jeden Fall wert. Elden Ring und Ding hast du ja noch genug Beschäftigung, Lies of P. Ja, ich habe letztens wieder Elden Ring gesehen. Ich muss sagen, das Spiel schaut verdammt gut aus, ne? Wieder ein Feuer gelöscht. Und bei dir, Harry? Ich überbrücke jede Sicherung. Letztes Mal alle Videos von mir angeschaut. Wie aufregend. Geil einfach. Das waren dann alle. Geil. Hat geklappt. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Du fährst ihn runter, ich schnapp mir das Gegenmittel. Auf jeden Fall. Connors. Nicht so schnell. Da gibt's so viel zu entdecken. Ich fand die Open World schon am besten von Elden Ring. Verlieren wir das Gegengift. Die war so geil einfach. Ich könnte Pizza holen. Die war Bombe. Also Open World von Elden Ring war schon ultra. Mehr wie ultra. Wo ist Craven? Ich dachte, zwischen uns läuft was. Du bist nicht seine einzige Beute. Nie! Sag mir, wo er ist! Ich komme! Riesig und riesig, ja. Also das Ultra schließt es schon ein, auf jeden Fall. Sonst hätte ich es schon gesagt, dass es zu klein ist. Ich dachte, Craven ist nur hinter Superschurken her. Was wollen die hier? Sie haben mich verfolgt, als ich das Serum geholt habe. Tut mir leid. Entschuldigst du dich? Mach mir keine Sorgen. Du hast den Anzug. Mach sie fertig. Wie weit bist du jetzt, Harry? Leite den Strahl in den Nebentunnel um. Und bei dir so? Ja, mein Studienkredit wurde gerade verlängert. Das hat mich sehr gefreut. Okay, jetzt reicht's. Wir kommen gut voran. Noch 30 Schritte, dann ist das Gegenmittel fertig. So übertrieben. Gut. Ich glaube nämlich nicht, dass die so weit locker lassen. Du schaffst das, Kumpel. Steil uns ab. Crazy. Er hat fast keinen Strom mehr. Ich bring's zu Ende und hol das Gegengift. Du musst hier ich raus. Ich kann nicht gehen. Ich bin der Einzige. Achtung! Shit. Nehmen die ihn gefangen? Craven wird Spaß mit dir haben. Doch, ich hab schon gedacht, ey. Für einen Moment. Kommt doch her! Alter, das wird ja immer heftiger hier. Was zur Hölle war das? Keine Ahnung! Ich war einfach so! Und der Anzug! Bist du okay? Ich glaube schon. Geh in den Schaltraum. Den Rest kann ich dort machen. Auf jeden Fall. Okay? Lies of P. Ja! Hier geht's blendend! Das Einzige, was ich mich gestört hat, dass es so das war nicht ganz so ausbalanciert. Aber sonst das Spiel, also grafisch und
Der Rest, das war ja brutal. Also grafisch und Performance war ja heftig. Heftig. Also das muss man mal sagen, ja? Auf jeden Fall, Strampler, da hast du recht. Das war... Das ist etwas einfach. Also ich fand viele, viele Sachen einfach nicht ausbalanciert. Auch mit dem Leveln dann in Neues Spiel Plus. Dass das Level dann fast nichts mehr gebracht hat. Hey, Jäger, habt ihr nicht? Ernsthaft? Okay, jetzt wird es ein bisschen blöd. Sonst war es ganz gut. Aber auch echt nervig. Ich fand es sehr nervig. Aber ich habe halt jetzt viel Geduld für solche Spiele. Okay, auf jeden Fall. Also Neues Spiel plus 2 gegen die namenlose Missgeburt. Also ich... Boah. Mit dem Schild war es dann easy, ja? Oh Mann, ey. Schild war schon Game Changer, ne? Es sollte nicht lange dauern, die Schäden zu reparieren. Aber vielleicht lassen wir uns ein paar als... Oh shit! Die Pfeile müssen die Abschirmung des Beschleunigers durchbrochen haben. Ja, oder macht zweimal? Kannst du noch, noch einmal? Was ist mit dem Gegenmittel? Es ist noch nicht fertig. Krass, ne? Ich bleib beim Ausweichen. Es sollte nicht lange dauern, die Schäden zu reparieren. Aber vielleicht lassen wir uns ein paar als... Oh shit! Die Pfeile müssen die Abschirmung des Beschleunigers durchbrochen haben. Der Strahl beschädigt den Tunnel. Kannst du noch runterfahren? Was ist mit dem Gegenmittel? Es ist noch nicht fertig. Jetzt heißt es Daumen drücken. Ich weiß, ich kann ihn parieren. Alice im Wunderland? Ich habe keine Ahnung. Kommt DLC zu Lies of P sicher? Ich habe noch gar nichts gelesen darüber. Abgefahren. Okay, ey. Ich habe auch schon öfters gehört, es soll ein DLC kommen. Sie nehmen kein Ende. Sie zerstören alles. Mach dir darum keine Sorgen. Du musst da raus. Nein. Nur noch ein paar Schritte. Wir können das Gegenmittel fertigstellen. Sicherlich. Jäger! Ihr hättet fliehen sollen, als ihr noch konntet! Ihr steht auf Zerschmettern? Dann zerschmettere ich euch!
Ihr werdet... Hörst du das, Harry? Wie lange noch? Ich weiß. Bin fast so weit. Harry! Ihr stürzt alles ein! Wir müssen weg! Harry? Das hält schon! Ich hab's gleich! Oh shit, nein. Ich bin nicht gerade beeindruckt. Ich hab schon gegen ein Dutzend größere Typen gekämpft. Ich hab ihn im Visier. Harry! Nur noch eine Sekunde. Sind alle tot? Crazy! Was ist jetzt schon wieder los? Schaut euch das, wo kommst du denn jetzt her? Soll ja nächstes Jahr auch ein DLC zu Ding kommen. Zu, wie heißt das Game? Zu Elden Ring, ne? Auf geht's! Ich muss dann mal überlegen, wie ich das mache, ob ich dann von neu anfange. Ich weiß es noch nicht. Bist du verletzt? Mir geht's gut, uns beiden. Aber die Stiftung... Das ist mir im Moment egal. Aber ist ja noch bis dahin. Ich denke mal, im März werde ich auch umziehen. Ja. Vielleicht werde ich es dann verpassen. Na, gehen je nachdem. Wenn es im März ist. Kommen soll, dann könnte ich es verpassen. Ich will einen genauen Bericht über den Schaden. Dein Dad hat recht. Die Stiftung ist nicht wichtig. Was? Das war unser Traum. Ist er immer noch. Aber jetzt müssen wir erstmal Dr. Connors finden und dich wieder gesund machen. Ich schaff das. Hier ist Pete. Ach, das reicht. Lass deine Nachricht da. Zur Hölle bist du, Pete? Level 25. Hey, da habe ich noch ein bisschen. 35 Level noch. 60 ist Maximum. Oh, Schaden können nicht langsam. Hey, ich habe keine mehr. Na. Geschwindigkeit. Nein. Der Punkt, dann lieber das hier. This one here. Dann nehme ich das auch. Boah, schon alles weg. Fertigkeiten. 3 Punkte. Venom Schmetterrock. Ein zweites Mal an, zeig mal her. Obwohl, ich mache erstmal das. Erstmal das allgemeine Zeug. Das nehme ich auch. Erhöht die Zugangsrate. Oh, das ist krass. Dann lasse ich mal den Punkt. Eine alte Jägerübertragung aufgeschnappt.
Ich dachte, das willst du dir ansehen. Vielleicht führt sie zu Lee. Ich schick dir die Ausgangskoordinaten. Ich weiß das zu schätzen, Mann. Mal was gucken. Oh, perfekt. Haley und ich machen uns etwas Sorgen. Alles okay. Es muss nur wieder alles normal werden. Ich mach's wieder gut. Dass ich die Ausstellungseröffnung verpasse. So, da war Foto. Schnellreise habe ich freigeschaltet. Schnellreise ist so krass in dem Game, ne? Okay, Mann. Hoffe, die Spur bringt uns. Komm, weiter. Leg auf jetzt. Immer noch nicht. Warum nicht? Jetzt. Ach, fuck, das ist ein eigenes. Ach, schaut mal her. Wo bin ich jetzt überhaupt? Dann mache ich das schnell. Ganz und gar nicht, meine Kreatur. Denn der Mann, der es war, sich über die schönste der menschlichen Natur zu erheben. So, dann mache ich das schnell. Haben wir die Technikteile? Ob auf der Bühne oder im Freien. Wo kann man schon sonst jeden Tag Legenden und zukünftige Legenden auftreten sehen? London? Das ist echt weit weg. Oh, eine Nachricht von Ma. Miles, wegen der gestohlenen Museumsstücke. Ich war am Abschlepphof und habe eine alte Telefonnummer auf dem Laster entdeckt, die du verfolgt hast. Ich bin vielleicht an was dran. Treffen wir uns zum Lunch im Park. Pass auf, wo du damit hältst hier! Du kannst mich stoppen! Oh, ich soll ihn wieder ins Krankenhaus bringen. Krankenhaus-Simulator ist es hier auch bei Spider-Man. Ich schwing dich rüber zu einem Krankenwagen. Die werden dir helfen. Oh Gott, ich danke dir. Wir sind gleich da. So, runter mit dir. Endstation. Komm schnell. Bist dir in guten Händen. Sei gesegnet, Spider-Man. Spider-Man? Gibt es Technikteile? Anzüge. Wie viel habe ich jetzt? Boah, nee. Was ist das? Oh, eine Nachricht von Ma. Miles, wegen der gestohlenen Museumsstücke. Ich war am Abschlepphof und habe eine alte Telefonnummer auf dem Laster entdeckt, die du verfolgt hast. Ich bin vielleicht an was dran. Treffen wir uns zum Lunch im Park bei meinem Büro? Sandwiches gehen auf mich. Ich kann jeden Hinweis brauchen. Wenn wir den Laster nicht finden, muss das Museum dicht machen. Plus, es geht nichts über Sandwiches. Lupus, Servus, es geht. Sollte zum Versteck führen. Ein Generator? Ein Generator? Er muss irgendwas mit Strom versorgen. Irgendwas.
stopp. Da war ich doch. Kabel, das führt hier rüber. Da geht's dann weiter. Es gibt wohl Probleme mit dem Strom. Meine Netze sind ein sämtlicher Stromleiter. Das Versteck ist offen. Boah, halb eins. So, das habe ich. Dann das noch. Ah, du hast mein Versteck beim Stadion gefunden. Das ist mein Liebster. Wieso? Sagen wir einfach, ich hatte einen New York City, von dem sonst niemand wusste. Ich habe mich in den Hauptrechner des Stadions eingeklinkt und über meine Prowler-Maske Spiele verfolgt. Was? Oh, Momentchen. Nein, 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 falsch, falsch, falsch. Hier nicht. Muss darüber, das mache ich schnell. Oh, da haben wir auch was. Das fehlt mir sogar noch. Wird mir sogar noch fehlen. Wir bräuchten eine neue Fotoserie, die sich nur um New Yorks Musik dreht. Ihren Einfluss auf die Communities hier, ihre Großartigkeit. Das kann man kaum auf ein Foto banden. Hell's Kitchen, ich habe Schnellreise. Das ist nicht übel. Also Schnellreise ist so krass in dem Game, ne? Hey, ich wollte mich zurückmelden. Ich finde es so heftig. Schau, wie schnell das geht. Was meintest du vorhin? Krass, ich ne? Ich habe mich in den Hauptrechner des Stadions eingeklinkt. Das ist heftig, ey. Oh, das, ich bin schon da, ne? Danke, Miles. Zeit zu forschen. Und dann gibt's Spiele. Man ruht sich am Bonfire aus, ne? Es gibt ein Ladebildschirm erstmal, ne? Peter. Danke für Ihre Hilfe. Hier ist eindeutig das Wachstum. Ghost of Tsushima. Wir konnten bisher die Ursache nicht feststellen. Ladebug. Lords of the Bugs. Aber zum Glück können die Wissenschaftler im Homeoffice arbeiten. Oh Mann, ey. Ja, Tsushima war krass, ne? Ich habe das jetzt einem Kumpel ausgeliehen. Ein Freund von mir hat es noch nicht gespielt. Der hat jetzt seit zwei Wochen seine PS5. Und ich habe dem ausgeliehen Uncharted. Die Wasserqualität schlecht. Diese mit der Lost Legacy, die PS5 Edition. Und noch Ghost of Tsushima Director's Cut. Okay, meine kleinen Pflanzenfreunde. Na? Weshalb geht es euch so schlecht? Weil er hat sich PS5 geholt und zockt jetzt trotzdem jeden Tag Rocket League. Na? Okay, der ist offline. Sieht aus wie irgendeine Art Pathogen. Aber welcher Art? Ich muss dieses Molekül identifizieren. Ich hab's. Tsushima fehlt immer noch das letzte Level. Ist es mit dem Boss, ne? Unser Heilmittel gefunden.
Splicen wir ein paar auf jeden Fall. Tsushima ist auf jeden Fall Top 3 meiner Story. Meine Lieblings-Story-Games. Definitiv. Ganz, ganz safe. Ganz, ganz safe. Ich fand es heftig. Ja, war von Anfang bis Ende hat alles gepasst. Hier, Fischchen, Fischchen, Fischchen. Wo bist du? Ich verspreche, du bist im Flossenumdrehen wieder zurück im Wasser. Kommt schon, Leute. Eure Pflanzennachbarn brauchen dringend eure Gene. Die richtige. Ich brauche eine andere. Geben wir seit ganz langer Zeit eine neue Planet-Trophäe. Ja. Und mein 10 Stück. Ja, ist egal. Ist doch wurscht. Will jemand helfen, ein paar Pflanzen zu heilen? Hallo? Eine perfekte Probe. Eine glitschige Probe gesichert. Jetzt muss ich damit nur noch die Pflanzen spleißen. Ja, Mann, genau. Hauptsache, man hat Spaß. Man hat Spaß beim Trophäensammeln, ne? Das ist schon mal Fakt. Und ich würde auch kein Spiel zocken, was keine Trophäen hat. Ne? Okay, meine blättrigen Freunde. Genau, Spaß und Sucht, ne? Ich muss dieses Fischchen einsetzen. Ist wie's Keul, ne? Ne? So, der ist safe, der bleibt sicher, dann brauche ich das Grüne. In eure Pflanzengene spleiße, kann ich euch Immunität gegen dieses Pathogen verleihen? Ach, warte mal. Dann könnte ich ja nochmal das nehmen. Mal sehen. Und dann nochmal ein Haar. Shit. Ich bräuchte jetzt zwei Haars und keine ich von weiß, denen ihr versteht hat... mich nicht. Aber glaubt mir, das ist echt cool. Ihr macht unsere Gesellschaft eine Menge gesünder. Hm. Nein. Dann fehlt das Grüne da hinten. Und das kommt auf jeden Fall. Da habe ich auch noch ein blaues. Und was ist, wenn ich das nehme? Sie alle aufreihen. Okay. Tomb Raider? Da gibt's klar Trophäen. Ich hab's, ich hab's schon. Ich hab's. Ich freue mich. Ich hab's. Ich habe schon meine Wunschliste. Ich hoffe, es kommt auf CD. Dann kaufe ich es mir nicht auf. Werde ich es mir nicht digital holen. Na? Da sind klar Trophäen dabei, Lupro. Am 14.02. Ne? Am 14.2. ist soweit. Diese Bubis. Ja, die Bubis sind ja jetzt nicht mehr dreieckig, sondern rund, ne? Endlich richtige, genau. Echt? Ja, dann hole ich es mir halt digital. Wenn es nicht anders geht.
Da mache ich eine Ausnahme. Ausnahmen gibt es immer für ganz besondere Fälle. Und Tomb Raider 1, 2 und 3 ist einer davon. Folge, ne? Des Danicast. Heute ging mir beim Aufwachen nur eine Frage durch den Kopf. Was war letzte Nacht bei der Emily May Stiftung los? Und dann... Eben noch ging es um Philanthropie und den Einsatz... Wie wäre es alleine schon deswegen wert, wegen der Hauptmenümusik von Tomb Raider 2? Ja, natürlich stecken diese Jäger dahinter. Die sind hier eindeutig die Bösen. Aber... Ach, geil, herrlich. Ich hab's schon wieder im Kopf, ne? Und dann, wenn Lara immer was aufhebt, aha, aha, aha. Und wenn sie meinen Cock sieht, aha. Peter, danke für Ihre Hilfe bei unseren Tests zum maschinellen Lernen. Aha. Emily May Stiftung lernen unsere Drohnen, was sie draußen tun sollen. Sobald sie bereit sind, fährt die Aufnahme fort. Okay, dann mal los jetzt. Der Test besteht aus zwei Teilen. Erst müssen Sie der Drohne beibringen, was sie anvisieren soll, um die Bienen zu schützen. Schön. Trainieren wir ein paar Bienendrohnen. Oh, und zwar möglichst bevor der Akku der Drohne leer ist. Sorry, wir arbeiten an der Akkulaufzeit. Verstanden. Also los. Nein, danke, bienenfressende Wespen. Wer hätte gedacht, dass Ratten Bienen fressen? Ratten fressen wirklich alles. Bienenwölfe, verschwindet. Erwischt. Der Datensatz ist komplett. Jetzt bringen Sie der Drohne. Komm mal auf den Dachboden. Echt, die Lösungsbücher? Ich weiß schon. Echt. Immobilie? Dann mach los. Achten Sie auf die Flaggen. Sie markieren ideale Orte. Krass, ne? Auf geht's! Ich bin wie ein Bienenimmobilienmakler. Wird auf jeden Fall geil. Ich freue mich schon drauf. Bingo. So, eins fehlt noch. Die Seiten kleben? Okay. Na? Bei meinen Playboy-Heften von damals ist es nicht anders. Da kleben manche Seiten zusammen. Oh Mann. Aber das kam durch meine feuchten Hände, ne? Wollte ich nur erwähnen. Datensatz ist komplett. Die Drohne fliegt nun zurück und lädt die Daten hoch. Danke, Peter. Das dürfte gutes Material für die KI sein. Hoffentlich findet Dr. Young das auch. So, hier bin ich fertig. Oh, das mache ich auch gleich noch. Aber es ist ja noch Zeit bis Februar, ne? Dieses Jahr... Was ist dann mit guten Games, oder? Da kommt dieses Jahr noch irgendwas, was man sich holen muss? Ich denke nicht, oder? Scheint ein Ansitz zu sein. Ob er mich zu einer... Mein Kindheitstraum! Eine unsichtbare Deckenburg! Kommt mal her. Ja.
Es kommt God Mode. Genau, ey. Ich hole dann auf jeden Fall Final Fantasy 7 Remake nach. Verstärkung! Sind nicht schon genug von euch hier? Und dann mal schauen. Ja, ich weiß. Ich weiß. Geht er nicht hoch, ne? Jetzt wird geschnüffelt. Geschnüffelt, es hört sich an, als wäre Spidey ein Hund, ha? Und steckt seine Nase in verschwitzte Ritzen rein, ne? Okay, Drohne. Was weißt du? Genau, im Februar kommt der DLC, das habe ich auch schon mitbekommen. Eine Karte der Basis. Ich sehe mich mal um. Mal sehen, was mich dort erwartet. Und sonst ist ja, ich weiß gar nicht, was ich noch spielen soll. Bei Call of Duty weiß ich nicht. Ich habe schon seit langem keins mehr gespielt. Das Relais der Basis. Und bei dem können die Jäger dort keine Verstärkung rufen. Ich weiß du nicht. Warst wohl in zwei anderen Ansätzen. Puzzle Journey. Ja, Alex, ich weiß, das wär's. Wenn ich die restlichen Ansätze erkunde. Also, wenn ich das spielen würde, dann wird dein Herz aufgehen, oder? Die Kampagne? Also, Kampagne ist ja immer krass bei COD, ne? Kampagne ist halt immer gut. Aber deswegen als 70, 80 Euro. I don't know. Ich nach. Wie das war schon. Really? Zeitinformation. Was Multiplayer am 8, nicht? Krass, das habe ich nicht gewusst, ja, der Boss. Krass, danke. Okay. Mal sehen, was noch in dieser Basis. Aber wahrscheinlich nur digital ist es so, oder? Oder wie läuft es ab? Jetzt. Oder kommt das Spiel jetzt am 2. November raus oder am 8. auf CD? Also jetzt der offizielle, genau deswegen. Weil digital will ich es nicht unbedingt. Vorratsraum voller Waffen. Wäre doch schade, wenn dir ein Spider-Man einnetzen würde. Zwei Ansätze weniger. Ob der nächste den... Basisstandort für mich hat? Ach komm. Das reicht. Das kann ich immer noch später machen.
Ja, das habe ich mir auch gerade gedacht. Dann kann man halt nur die Kampagne zocken. Boah, das ist doch geil. Weil ich kenne viele Leute, die spielen voll gar nicht die Kampagne in COD. Und ich finde, man verpasst halt was, wenn man die Kampagne nicht spielt, ne? Die ist richtig gut. Also, finde ich jetzt. Wenn man die nicht spielt, die Kampagne ist schon richtig. Ich habe jetzt zuletzt MW mal wieder gespielt. Vom Remake. Und die ist halt von COD ist mega immer. Da könnte ich... Ja, ist krass einfach. Genki hatte recht. Der Friend hat ein Signal von dem Satelliten empfangen. Womit haben wir es hier zu tun? Keine Jagd, auf die man stolz sein kann. Beschmutzt. Ich habe davon sogar noch die Steelbook hier. Von 2009. Findet sie. Habe ich noch. Tötet sie. Von MW2, von dem Originalen. Wie viele Leute stehen irgendwo muss sie noch die Steelbook haben. Eine Drohne. Sie nutzt das Satellitennetz, um seine Ziele zu verfolgen. So leicht kommst du nicht. Also jetzt so nochmal so eine Flughafenmission wäre heftig. In 4K, ne? Ich empfange eine Art Datenstrom von der Drohne. Wenn ich lang genug im Windschatten bleibe, kann mein Anzug die Daten abrufen und mich direkt zur Lee führen. Die Dinge haben Bomben? Angeblich? Okay, Crave. Kaufe ich auch mal eins? Echt? Wo hältst du die versteckt? Also Kampagne ist ultra. Was? Allein, das ist schon immer so krass gut gemacht. Die Drohne hatte nichts. Und was COD an Grafik? Die Grafik ist ja heftig. Und dann in der Kampagne, na, boah. Ist schon Spritzerwert auf jeden Fall, ne? Kann ich sie entschlüsseln und die Identität der Ziele feststellen? Aber wenn die Kampagne zwar... Du kannst es ja auch anders machen. Du lässt ja halt für eine Mission halt 2-3 Stunden Zeit, ne? Hey, Peter. Hey. Captain Prince. Ich habe sogar von Captain Prince habe ich sogar von Captain Prince. Das habe ich auch noch nicht gehört, ey. Eigentlich schon Captain Price, ne? Ich habe eine Figur von dem. Ich weiß. Aber ich habe es jetzt als Captain Prince. Ich habe es jetzt als Witz empfunden. Leid. Ich fühle mich nur so nutzlos. Meine Mom sagte immer, wenn die Gelegenheit dich anklopft, baue ich eine Tür. Captain Prince. Ist das seltsam? Nein. Mir geht manchmal genauso mit meinem Dad. Schön zu wissen, dass ich nicht allein bin. Danke. Und viel Glück da draußen. Ebenso. Vielleicht bräuchte ich jetzt auch einen Rat. Captain Prince. Ist alles verdeckt? Wildlands, oh ja. Oh, du hast sogar auf dem PC gespielt wahrscheinlich, ne? Schon bestimmt in 100 FPS, oder? Auf der Konsole läuft es leider nur in 30.
Geiles Game, Wildlands. Geht auf jeden Fall länger wie 20 Stunden. Boah, war schon gut. Wildlands. Also ich denke. Ja, genau. Ich habe laut gedacht, sorry. Hey, Dad. Ich könnte gerade deine Hilfe gebrauchen. Ich versuche alles, um Lee zu finden. Aber ich komme nicht voran. Ich weiß, du würdest sagen, ein Held ist jemand, der nie aufgibt. Tue ich auch nicht. Aber ich weiß nicht mehr weiter. Vielleicht sollte ich einfach alles andere ignorieren und nur noch versuchen, Lee zu finden. Nein. Wenn Leute Hilfe brauchen, dann helfe ich. Und ich finde Lee. Macht mal eine Watchtime von euch. Schaut mal, ob es jetzt funktioniert, bitte. Ich bin Spider-Man. Ich krieg das alleine hin. Wünsch mir Glück, ja. Danke, Dad. Kann einer mal nachschauen? Okay. Wer braucht Hilfe? Okay, jetzt geht's. Ein Graffiti-Künstler scheint es übertrieben zu haben. Ich sehe lieber nach. Jetzt geht's. Alles gut, ich hab's jetzt gemacht. Kann sich der Nathan jedes Mal seine Zeit anschauen, wie lange hier im Stream war. Mein war jetzt kein großer Act. Hat jetzt 5 Minuten gedauert, das zu machen. Jede Menge Probleme. Haushohe Inflation. Aber Regierungsvertreter und ein Land ich weiß. Aber ich habe schon überlegt. Egal, ich sage jetzt einfach mal nichts. Ich will nicht so viel erzählen hier. Erstmal kommt morgen dran. Verstärkung? Echt jetzt? Allein werdet ihr nicht mit mir fertig? Kanalpunkte. Ja. Wer die meisten Kanalpunkte hat, kann sich auf meine Casting Couch setzen. Ich muss da rein und. Mein Harlem? Die werden bald sehen, dass ein neuer Shogun in der Stadt ist. Oh, das ist die alte Schule, die meine Mom saniert haben will. Da ist ihre Basis. Jemand muss ihnen sagen. So, zeig ich mal her. Wie viele Punkte habe ich jetzt wieder? Fokus. Fügt au. I take this. Aha, okay, hat sie erledigt. Geräte. Benutzer. Boah, das muss ich noch wissen.
sein, dass sie brutal, weil ich ja schon so schwach in dem Spiel bin, ne? Hey MJ. Hey Miles, hab gerade mit Pete gesprochen. Er ist auf dem Weg zu Dr. Connors Haus in Queens. Sei bereit, falls er Hilfe braucht. Das ist ab jetzt, ab jetzt. Hat Pete gesagt, dass du anrufen sollst? Zählt es jetzt dann insgesamt? Zwei Spider-Man sind wohl besser als einer, oder? Klar. Okay, danke, MJ. Klingt, als bräuchte er mich nicht. Vielleicht gehe ich einfach zu. Wenn du beim nächsten Mal wieder drin bist, kannst du ja wieder reinschauen. Hey, ich habe was gefunden. Diese falschen Spider-Bots werden offenbar von Dritten angepingt. Jemand anders verfolgt sie also? Genau, ich muss nur herausfinden. Was ist hier los? Alle weiteren zur Bots. Jägerbasis. Immer her damit. Ich brauche so viele Daten wie möglich. Gut gemacht, Genki. Wir kommen der Genki? Sache langsam näher. Genki Dama? Schalte ich diese Basis aus. Hm? Oder Bugake? Bereit, dich in der Jägerschule einzuschreiben? Wir gehen in meine Schule. Die harte Schule des Lebens. Uff, das ist übel, Miles. Sorry. Das war Teil meines Spinnentraums. Ja, zumindest zahlen sich die Infos aus. Hier verbessern sie alle Waffen für ihre Fahrzeuge. In meinem Block sicher nicht. Hä, was ist los? Was machen die? Jetzt sag mir nicht, die haben das gecheckt. Nee, die halten sich. Finde die Konsole und schalte die Geschütze aus. Noch zwei Geschütze übrig. Ein Geschütz ist übrig. Ey, was mache ich denn hier überhaupt jetzt so lange rum? Was ist das hier? Okay, auf geht's. Dann mal los. Auf geht's, komm. Genau, ich habe keinen Bock mehr. Hol ich noch schnell, du Krüppel. Das wird jetzt ein Gangbang hier auf jeden Fall. Komm, sind alle tot, ne? Hat einer von euch Verstärkung gerufen? Nicht cool! Verdammt!
Die checken gar nichts, ha? Da gibt's wieder, ey. Oh Mann, ey. Das war schon. Laut Basisdaten von den Ansätzen ist hier noch ein anderer Raum. Vielleicht finden wir weitere Infos zu den Jägern. Ah, damit kann ich arbeiten. Mal sehen. Damit kann ich arbeiten? Oh, eine verschlüsselte Datei. Sascha. Lass ab von dieser Obsession. Komm zurück zu mir, solange uns noch Zeit bleibt. Unsere Zeit ist vorbei, Geliebte. Und deine Kinder? Sie werden andere bluten lassen, um unser Imperium zu übernehmen. Die Jungen müssen sich ihren Platz erstreiten, wie alle anderen. Sie werden mich als Hindernis ansehen. Dann musst du zuerst zuschlagen. Cravens Familie? Die hören sich cool an. Könnte irgendwann Ärger geben. Dann sollten wir uns um all ihre Basen kümmern, falls sie auftauchen. Ah, jetzt ist es weg. Okay, okay, jetzt. So, dann hab ich... Nebenstory. Oh, Nebensmission habe ich noch gar keine gemacht, oder? Waren jetzt zu viele. Krass, ne? Andere sorgen dafür, dass es gar kein Ladebildschirm gibt. Und bei anderen kriegst du beim Ausruhen ein Ladebildschirm. Na? Aber okay. Also war die Telefonnummer auf dem beschlagnahmten Truck. Muss man alles respektieren, 1970. Ne? Harlem 74321. Hatte der entkommene Truck die gleiche? Ja. Aber ich kann dir nicht ganz folgen. Vor den 70ern hatten Trucks keine Katalysatoren und waren schreckliche Dreckschleudern. Mein Büro hat eine Initiative gegen sie gestartet. Deshalb gibt es nur noch sehr wenige alte Trucks in der Gegend. Lords of the Phone. Wenn sie nur irgendwie aufspüren könnten. Ich habe eine Idee. Gute Arbeit, Ma. Wir sind wieder im Geschäft. Mit diesen Lastern recht.